der erste Berührungspunkt und das Kennen liegt schon eine ganze Zeit zurück. Und es war dann letztendlich Axel Bloger, der im Gespräch mit Uwe Göthert über die Einrichtung eines Beirates mich vorgeschlagen hat. Und so haben wir über viele Jahre die Entwicklung von Dilkani begleitet, quasi als Sparringspartner der Geschäftsführung. Und letztendlich ist dabei eben auch deutlich geworden, wie sich zum einen der Bildungsmarkt verändert, dass halt wir mehr und mehr Anbieter benötigen, die in der Lage sind, auch komplexe und auch internationale Lernarchitekturen umzusetzen. Und da muss man eben auch feststellen, dass der deutsche Markt sehr fragmentiert ist, dass es viele kleine Anbieter gibt und wenige, die in der Lage sind, gerade auch den internationalen Anforderungen von Unternehmen Rechnung zu tragen, weil wir eben auch sehen, dass die Personalarbeit und auch die Personalentwicklung der Internationalisierung der Unternehmenstätigkeit häufig hinterherhinkt und wir eigentlich als Unternehmen dann eben auch Partner benötigen, die in gleicher Weise global und lokal, in gleicher Weise zentralisiert und dezentralisiert agieren können. Dilkani ist ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das eine lang etablierte Marke hat, aber mittlerweile über das, was den ursprünglichen Markenkern ausmacht, eben doch weit hinausgewachsen ist. Und das ist sicherlich auch eine Herausforderung, dass für die Zukunft eben auch die Positionierung diesem neuen Markenkern noch stärker wird Rechnung tragen können, weil im Bewusstsein vieler, gerade auch älterer, ist halt Dilkani immer noch als Anbieter klassischer Seminare, die eben den Einzelnen ansprechen. Ich denke, es ist wichtig, den Weg, so wie er bislang beschritten wird, weiterzugehen und wirklich sich als Lernarchitekt zu verstehen, der als Unternehmenspartner eben diese Lernarchitekturen umsetzen kann, die im klassischen Sinne des Blended Learnings eben unterschiedliche Wege miteinander verknüpfen.